Dann beschwören wir uns mal ein paar Skelette. Und ja, das wurde mir von meinem Gothic-Beauftragten auch erzählt. Man kann sich durchaus mehr von denen beschwören. Aber das macht sich auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe soeben Mana verschwendet. Wir können aber nochmal den Reislord machen oder den Reiskanzler oder den Reisbürger und uns nochmal hochfüttern, falls er uns nochmal erwischt. Vielleicht läuft er aber auch einfach wieder in die Lava. Ich habe keine Ahnung. Wäre schön. Ansonsten sind da nämlich nur noch niedrige Dämonen. Und da sind wir schon fast am Ende des Kapitels, meine Lieben. Ja, so viel ich mich erinnere, da habe ich dann auch noch was zu erzählen. Ach komm, wir speichern über die 1. Ich sollte das nicht immer machen. Also ich habe jetzt nur eine Partie Skelette am Start. Skelette am Start, Skelette am Start. Ich habe wieder mal Skelette am Start. Habe ich eigentlich jemanden schreien gehört? Ja, letztes Mal kam ich hier hoch und dann schrie er hier. Weil er in die Lava gefallen war, der dumme Hund. Ach, jetzt habe ich den Dämon erwischt. Scheiße. Das wird uns natürlich der Templer nicht in Ruhe lassen. Ich roll mich hier nochmal runter in den Raum. Die Skelette werden da schon Spaß haben, irgendwie ein bisschen. Ah. Kamera ist immer noch fanatischer Templer, immer noch am Start. Ach, der. Guck mal, jetzt versucht er da hochzulaufen. Ich glaube, er ist soeben wieder in die Lava gefallen. Ich speichere trotzdem mal auf dem zweiten Spielstand. Und den nennen wir 2. Ja. Iwai. Oh, das ist wieder schön. Wir haben also wieder einen Iwai-Spielstand. Iwo. Der Templer ist hoffentlich tatsächlich. Ja, der läuft dann da hoch und dann. Hallo da? Ah, ich habe ihn gehört. Ah, ich werde es mal verstärken. Ja, also er hat versucht, da hinten rumzukommen. So wie ich letztes Mal. Ist da hochgeklettert, ist dann wahrscheinlich sauber in die Lava gefallen. Das freut mich. Das klaut uns natürlich Erfahrungspunkte, also Lernpunkte. Ach, da ist der niedrige Dämon mal wieder. Zack. Und die Erfahrungspunkte brauchen wir dringend. Ich muss euch nämlich mal was sagen. Also mein Gothic-Beauftragter sagte mir, ich werde es niemals schaffen, die insgesamt 6 Stufen der Magie und auch nur die 5. zu erreichen mit meinen jetzigen, also mit der jetzigen Skillung. Ich habe also wie schon letztes Mal den Apparat verskillt. Ja, wunderschön. Nicht. Wo sind denn diese Skelette hin? Haben die sich hier irgendwie... Ja, ich sag ja, Skelette beschwören ist nicht gerade der Bringer. Da vorne steht auch noch ein Templer, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es nicht. Nee, also ich hab's mal wieder verskillt. Letztes Mal habe ich, glaube ich, knapp das... Warte mal, wie viel haben wir denn? Ich sehe das jetzt gerade nicht. Was ist denn die Magiestufe? Magie dritter Kreis. Ich habe letztes Mal wohl so knapp den 4. Kreis geschafft und hätte wohl den 5. Kreis geschafft mit den Erfahrungspunkten, die ich dann hinterher gekriegt habe im Endkampf gegen den Schläfer. Wir sind nämlich kurz davor. Ja, ja. Warte. Speichern. Ich hoffe doch. Ich versuch's einfach mal. Mach schon! Hau rein! Ah, Digga, der wird mich kriegen. Ich glaube, ich hätte das lieber im Nahkampf machen sollen. Oh. Oh! Das hätte ich jetzt fucking nicht gedacht, wo wir schon mal dabei sind. 28.400. Alter Schwede, noch über 10.000. Ja, wie gesagt, also... Ich habe den Charakter verskillt. Ich hätte am Anfang nicht so viel auf Stärke und vielleicht auch nicht so viel auf Geschicklichkeit für den Fernkampf. Also Geschicklichkeit, da meinte mein Beauftragter, würde eigentlich mein Fehler liegen. So, wollen wir mal raus? Ja, kann ich euch ein bisschen was erzählen? Ja, es gibt so viel zu erzählen. Und ich krieg's wahrscheinlich alles durcheinander. Ja, also auf jeden Fall
da ich den Charakter verskillt habe, aber diesmal unbedingt den sechsten Magiekreis haben möchte, weil dann nämlich erst der richtige Spaß beginnt. Eigentlich beginnt er mit dem fünften. Muss ich euch leider um etwas Geduld bitten. Mit allem Möglichen, was wir machen. Alter. Ja, es wird alleine schon lange dauern. Es ist eine Folge. Ich habe gedacht, wir würden hier sozusagen diese Stufe oder besser gesagt dieses Kapitel bis in einer Folge durchkriegen. Aber jetzt habe ich es doch. Ja, aber es ist ja auch eine Menge passiert. Ich hoffe doch. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt einen guten Sommeranfang. Also wie gesagt, bei mir lief es nicht so gut. Ich war auf einer Radtour, war auf dem Rückweg, an einem Fernradweg, wo ein paar Bänke zum Rasten waren und ein Tisch. Da war ich schon öfter mit meiner Liebsten und auch alleine. Dieser Fernradweg ist mir nicht fremd. Und auf einmal hielten ein paar Jungerwachsene auf Rädern an, waren zuerst ganz freundlich, fragten, ob sie sich zu mir setzen dürften. Ja, und ich will es gar nicht so ins Detail gehen. Auf jeden Fall hatte ich auf einmal ein Klappmesser am Hals und eine ziemlich hysterisch kreischende Menge von Blagen, kann man sagen. Mir wurde eine geringe Menge oder eine, naja, mittelmäßige Menge Geld gestohlen. Ganz schmerzhaft meine Bluetooth-Box, die 120 Euro gekostet hat und heute nicht mehr hergestellt wird. Ein wirklich gutes Teil, die Sharp. Werde ich so nicht mehr wiederkriegen. Vor allen Dingen, da ist ein SD-Kartenschlitz dran und das ist heutzutage ganz selten, weil alle wollen immer nur ihr Handy auch noch zusätzlich zum Kasten leer machen. Ja, auf jeden Fall. Es hätte schlimmer laufen können bei diesen hysterischen, sehr psychotischen Kindern. Kann man einfach sagen. Ich sage nicht, aus welchem Kulturkreis sie kamen. Dann würde man mir was unterstellen, aber ihr könnt es euch schon ungefähr vorstellen. Natürlich waren es waren Frank, Johannes und Willi. Eines davon war ein Mädchen. Ziemlich schlampig aufgemacht. Wahrscheinlich die Gruppenmatratze, kann man sagen. Sie war eigentlich die heftigste. Ach, guck mal. Da kommt der Motorteppich. Moin. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Und hier habe ich letztes Mal gedacht, what the fuck? Der tut uns nämlich nichts. Man kann ihn auch hauen. Aber, pass auf. Der nimmt kein Stück Schaden. Ja. Das allerdings erfährt man nur, wenn man in das Tagebuch geht. Ich habe hier letztes Mal an dieser Sache und an noch einer Sache sehr, sehr lange rumgerätselt. Bis ich dann irgendwann mal hier reingeschaut habe. Varak Rouge, einer der untoten Schamanen, der Schläferherbeirufung kreuzt nun meinen Weg. Er wird mich nicht aufhalten, dafür sorge ich. Ach so, die Meldung ist noch gar nicht da. So, ich gebe ihm mal noch ein paar. Verdammt, ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere. Nun wirst du sterben. Nicht zieh weg hier. Er tut uns aber. Er tut uns doch was. So viel ich weiß, hat er eine ziemlich hammerharte Zauberspruchrolle am Start. Passt mal auf. Ich speicher mal auf die 3. Ja, es ist so lustig. Also das Spiel. Also nichts gegen Piranha Bytes und nichts gegen die damalige Entwicklung, aber vieles davon ist nach heutigen Gesichtspunkten unlogisch, unausgegoren. Er kommt schon wieder an und versucht mich anzugreifen. Aber noch was anderes ist hier oben. Ach, das kann ich mir eigentlich auch sparen. Da oben
ist ein apokalyptischer apokalyptischer Templer. Und der ist zumindest jetzt noch genauso wie der Vogel hier. Wo ist der Vogel? Ist der unverletzbar? Ich bin hier zigmal, weil das ist so ein Roundabout, ich bin hier zigmal rundherum gerannt. Ist der jetzt despawned? Warte mal, ich lade mal nochmal die drei. Nicht, dass der despawned ist und dass das Game breakt, ne? So. Also, habe ich jetzt schon den Eintrag? Das kann jetzt ein bisschen... Graschvorak Urschat scheint kein untoter Schamane wie die anderen zu sein. Er ist weitaus mächtiger und meine Waffen richten nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger ist als alles andere ist. Also die Schrift ist wirklich schlecht zu lesen. Ich habe zuerst gedacht, es wären meine Augen, also die schlecht sind, aber so, also es macht keinen Sinn. Da oben, ich habe zigtausendmal um dieses Roundabout, was ich euch nachher zeigen werde, wenn wir da durchgehen, rumgerannt, habe zig Skelette beschworen, die irgendwo sich da irgendwo in den Felsen festgebackt hatten am Ende. Aber nee, nix kam dabei raus. Die einzige Möglichkeit, weist einen auch keiner drauf hin, hier jetzt weiterzukommen. Aber warte mal, lass uns mal noch ein bisschen Reis essen. Ja, Reisbürger ist am Start. Wie viel haben wir denn noch? 20? Was sollen wir denn dann essen? Brot. Nee, also die einzige Möglichkeit, das herauszufinden oder hier weiterzukommen, ist jetzt aus dem Tempel herauszugehen. Ja, wieder rauszugehen. Ja, und Rest verrate ich euch nicht. Also denjenigen, die es nicht wissen. Ich fresse erstmal noch eine Runde Reis. Ja, also nochmal zu dem Überfall, also ja, Geld war weg, Bluetooth Boombox, die eigentlich unwiederbringlich ist, ist weg, inklusive schöner großer SD-Karte und haltet euch fest, Fun Fact bei der ganzen Sache, wo wirklich noch ein bisschen Lachen ist, sie haben mir meinen Fahrradständer vom Rad gerissen und mitgenommen. Da kannst du schon alleine sehen, wie beknackt diese Kinder waren. Ja, also ich habe auch gesagt, das einzige Mädel, das waren drei Jungs und ein Mädel, einzige Mädel war wirklich oberpsychotisch. Wenn es nach der gegangen wäre, hätte der mit dem Messer mich kalt gemacht, denn sie hat die ganze Zeit geschrien, mach ihn fertig, ne? Ja. Während die anderen meine Taschen durchsucht haben und das Portemonnaie gefunden haben, ja, in dem wenig Geld war zum Glück, oder mittlere Menge. Also, wir kommen hier nicht raus, ohne wieder Gegner zu bekämpfen. Da sind inzwischen einige respawned. Was uns zu weiteren Lernpunkten verhelfen dürfte. Ja, das tut es auch. Und, ach nee, die haben ja nichts bei sich, die Viecher. Okay, alles klar. Wie viele von den Gegnern jetzt respawnen? Es sind erstaunlich wenige, aber das letzte Mal haben sie mich wirklich überrascht und ich dachte so, huch, warum ist denn hier auf einmal wieder was, ne? Ich hatte ja alles weggemacht. Der scheiß Templer. Okay. Ja, das war gut von ihm, aber wir haben uns dadurch, ich glaube, 500 Erfahrungspunkte entgehen lassen, also ich, die ich gut gebrauchen könnte. Ja, wie gesagt, ich muss mir Erfahrungspunkte teilweise herbei cheaten, kann man das auch so sagen. Und wir müssen ordentlich grinden. Und das dürfte nicht jedem gefallen. Ganz besonders denjenigen, die sowieso sagen, das geht schon viel zu lange. Ich hätte das Let's Play in 10 Folgen durch. Ja, na gut. Ja. Aber das hat ja nicht mal der Meister geschafft, ne? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da noch einer ist. Aber ich muss auch aufpassen, hier ist irgendwo sicherlich noch anderes Geschmeiß am Umstehen. Und ich müsste eigentlich das Loot überhaupt nicht mehr aufsammeln. Weil, ich werde den Kram, den ich habe, eh nicht verkaufen können. Das ist Bescheid, ne? Und dadurch, dass ich noch ein paar gar nicht feindliche Menschen umbringen werde, Wesenheiten umbringen werde und deren Loot auch noch bekommen werde, was hauptsächlich aus meinen verkauften Gegenständen besteht,
wird das Inventar noch voller werden. Und ich warte ja wirklich darauf, dass wir hier sozusagen ein Integer oder Float Overflow kriegen. Warum kann ich den nicht ausnehmen? Achso, kann ich ja sowieso nicht. Alles klar. So, jetzt muss ich aufpassen, weil wir müssen wirklich jede einzelne Möglichkeit ergreifen. Ich muss hier mal schauen. Ich möchte nämlich gerne, warte mal, wie viele Lernpunkte haben wir denn? Wir haben 20. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele ich brauche für den vierten Kreis der Magie. Denn der vierte Kreis der Magie wird wichtig sein. Ich zeige euch mal kurz im Inventar, wenn die Facecam das zulässt, was ich nämlich gerne möchte. Ich möchte nämlich die Untoten vernichten Rune nutzen und die braucht den vierten Kreis der Magie. Na, herzlichen Glückwunsch, ne? Ich guck mal kurz, wie viel fehlt uns denn noch bis zum Aufstieg. Ich glaube, wir brauchen... Ja, wir haben schon 20 Lernpunkte. Okay. Okay. Aber ich möchte die nächste Stufe hier auch noch fertig kriegen. Weshalb ich mal Folgendes mache. Das hier ist ja unser... Meine Berater nennt das einen Dämonengenerator. Weil hier ständig neue Dämonen kommen. Und jeder von denen bringt, wie wir wissen, 600 Erfahrungspunkte. Tja, wir können hier also immer schön drehen. Und zur Not werden wir mittels dieses Game-Glitches, wenn man das so nennen kann, ist ja vielleicht so gewollt, ich habe keine Ahnung, fragt mal Herrn Jörn Pankratz oder Björn Pankratz, der das Spiel, glaube ich, erfunden hat, kann man das so sagen. Frag den doch einfach mal, ob das böse ist, das hier zu machen. Ja, ich habe es letztes Mal nicht gemacht. Ich wollte es auch nicht machen, um euch nicht möglichst nicht zu viel Wartezeit einzubringen, weil es ist ja nicht so doll, wenn der Honk hier die ganze Zeit Dämonen platt macht und euch die Ohren tötet mit seinem Rumgetacker auf der Tastatur. Ja, irgendwann liegt hier auch so ein Berg an Dämonen, glaube ich, rum, dass man da nicht mehr durchkommt mit der Waffe. Dass wir die nicht schon längst mit einem Schuss töten, wundert mich. Warum mache ich das? Ach ja, das ist schon ganz gut, was du da machst. Ich will noch mal schauen. Ja, also wir müssen noch ein bisschen. Entschuldigung. Für die 100%, meine Lieben, für die 110%, weil ich habe noch vor, noch ein paar mehr Dinge zu tun. Oh, den habe ich mit 2 platt gemacht. Okay, Waffe wieder weg und ran an den Schalter. Ja, das kann man ja so oft wie möglich hier machen, so oft wie man will machen. Ja, ja. Ja. Sagt euch einfach, der Typ ist total irre, er hat seinen Charakter verskillt. Ich habe es letztes Mal auch mit Magiekreis 4 und einem weitaus ungeskillteren, mein Gott, Charakter geschafft. Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel Kaffee getrunken. Ja. Kann allerdings auch daran liegen, dass ich die letzten Nächte wegen der Sache, die passiert ist. Ich mag nicht zu viel rumjammern. Habe ich halt, ja, und Anzeige wurde erstattet, aber es hat kaum Chance, dass da irgendwas bei rauskommt. Habe ich das Gefühl. Naja, auf jeden Fall habe ich die letzten Nächte diese Situation, ganz besonders mit dem Klappmesser und so weiter. Wusste gar nicht, dass mich sowas noch so treffen kann. Ich habe sehr, sehr viel im Leben erlebt, was ziemlich krass war, dass mich sowas noch treffen kann. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Nächten diese Situation immer wieder in verschiedenen Facetten durcherlebt, teilweise mit Todesfolge und so weiter. Ja, ja, hört auf, ich brauche kein Mitleid, nee, nicht unbedingt. So, ja, das geht vorwärts. Ich will dieses Level hier vollkriegen. Ich weiß gar nicht, was das Maximallevel ist von dem Spiel. So. Ja, und deswegen letzten Nächte nicht besonders gut geschlafen. Teilweise bis zu 12 Stunden am Stück im Bett gelegen, weil ich natürlich auch nicht viel machen konnte.
aber davon wirklich wenig geschlafen. Ja. So, damit wollen wir das Gejammer auch wenden lassen. Was ist die Folge davon? Eine Mischung aus ja, Erschrockenheit und unbändiger Wut. Also, ich meine, das Einzige, was mich abgehalten hat, den Görn den Arsch zu versohlen, denn es waren ziemliche Lappen, war das Messer. Und ich bin halt nun mal kein unbedingter Nahkampfmeister, glaube ich. Zumindest will ich nicht das Risiko eingehen, ne? Also. So, das überlasse ich lieber anderen mit einem. Ja, Jedi-Trick oder Jedi-Trick, demjenigen das Messer aus der Hand zu winden oder was auch immer. Du musst dich ja auch immer fragen, was ist mehr wert? Der Verlust dieser paar Sachen und vielleicht auch ein Teil deiner Würde oder wie auch immer oder dein Leben, ne? Ich meine, das ist die Frage, die du dir immer wieder stellen musst, wenn sowas passiert. Das passiert ja zum Glück nicht allzu oft. Also mir... ich will nicht sagen, dass ich nicht zum ersten Mal eine Überfallsituation erlebt habe. Aber noch nie wegen solch... ja, wegen solch Kleinigkeiten. Und vor allen Dingen... Ja, auf so... die waren so psycho, die Kids. Die waren so psycho. Und mein Rad hätten sie auch geklaut, wenn sie nicht viel bessere am Start gehabt hätten. Und so wie die Kids halt rüberkamen, nehme ich mal an, dass die nicht ehrlich erworben sind. Also ich würde sagen, also guck mal, mein Rad ungefähr, ich würde sagen 600 bis 800 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Das war dann auch im... hallo? Das war auch sozusagen ein Discount. Aber ich kenne mich so ein bisschen mit Rädern aus und ich würde sagen, diese Räder, die Kids da hatten, also mindestens 1000, wenn nicht 1500 Euro.